Leon Tigges, 12:0 beim SC Brukteria Dreierwalde und für dich als Torwart super, 90 Minuten durchgespielt und kein Gegentor, ne? Ja, besser kann es nicht laufen, ein paar Aktionen zum Rauskommen, noch ein bisschen was gehabt. Ist natürlich schwer bei so einem Spiel, dass man immer die Konzentration hochhält, weil da kann immer mal ein Ball irgendwie durchrutschen, dass sie eine Chance kriegen oder so. Aber wir haben es in der Verteidigung gut gemacht, gerade unsere Innenverteidigung und auch die jungen Außen, wir haben nichts zugelassen und da bin ich sehr zufrieden mit. Und du hast noch ein, zwei Aktionen gehabt, wo du echt rausgekommen bist und kurz hinter der Mittellinie mal gerettet hast, ne? Ja, genau, aber dafür bin ich ja da. Das ist ja das moderne Torwartspiel, dass er da wach ist, wenn ein Ball mal durchrutscht. Und ja, jetzt hat es geklappt, ich bin drangekommen, also alles gut. Macht ja wohl Spaß, ne? Auf jeden Fall. Wenn man dann noch kein Gegentor kriegt, ist es umso besser. Das stimmt, das stimmt. Deine erste richtige Saison jetzt im Profikader. Ja, wie ist das so? Was für Ziele hast du dir vorgenommen für die Saison? Ja, natürlich der Mannschaft zu helfen, da wo es geht, anzugreifen, mich selber persönlich zu entwickeln und halt die ersten Schritte im Profifußball zu gehen, jetzt wo die Schule weg ist und alles, dass ich mich voll auf Fußball konzentrieren kann. Und ja, und dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht und ich hoffe, dass ich der Mannschaft helfen kann, egal wie. Und ja, dafür bin ich da. Du hast ja auch mit Marius und Tim Batterock da zwei Torwarte vor der Nase erstmal, die dir da vor der Nase gesetzt haben. Kann man da trotzdem von profitieren an einem Zusammenspiel auch? Lernt man da viel im Training? Ja, auf jeden Fall. Dann kommt mal hier, da musst du das und das vielleicht anders machen. So ein paar Tipps einfach, dass man da, wo die vielleicht mehr Erfahrung haben, was mir vielleicht noch fehlt mit meinem Alter, dass sie einfach mir sagen, hier, guck mal, da machst du das und das vielleicht ein bisschen anders und so. Und da ist das eigentlich immer gut, dass man da noch so zwei Ansprechpartner hat, wenn man auch mal Fragen hat, du, wie machst du das in der Situation, dass man sich da schön austauschen kann. Und da lernt man auf jeden Fall voneinander. Also ich höre daraus, die Jungs haben dich in den ersten anderthalb Wochen gut aufgenommen in der Mannschaft, kann man das so sagen? Auf jeden Fall. Ich war ja schon die Ende der letzten Saison, als das Abi dann durch war, schon mit dabei und auch da wurde ich schon direkt integriert und jetzt natürlich voll perfekt. Also besser kann es nicht laufen. Okay, was ist jetzt dein Ziel für die Saison? Was hast du dir vorgenommen jetzt ganz konkret? Ja, am besten so viel Spielzeit wie möglich irgendwie zu kriegen, egal wo. Und wenn es auch nur im Kader dann ist, also auf jeden Fall anzugreifen. Vielleicht dann, dass ich mich mal in Kader dränge oder so. Also auf jeden Fall angreifen und mich verbessern persönlich. Immer einen Schritt weitergehen. Ja, das hört sich ja gut an. Viel Glück dabei, Leon, und viel Erfolg, ne, vor allen Dingen, genau. Mach's gut.